Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es ums Laufrad. Ich zeige euch, wie ihr euer eigenes Hinterrad einspeicht. Let's go! Dass Unterschiede gibt zwischen Hinterradnarbe und Vorderradnarbe, wie ich sie hier habe, werde ich mich in diesem Video hauptsächlich auf das Hinterrad beschränken. Falls ihr noch ein zweites Video haben wollt fürs Vorderrad, wo ich das erkläre, wie euch das einspeicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Bevor ihr euer Hinterrad baut, ist natürlich auch wichtig zu wissen, welche Speichen brauche ich. Dass es nämlich Unterschiede gibt zwischen Bremsseite und Antriebsseite, zeige ich euch jetzt einmal, wie ihr die Speichenlänge für euer perfektes Hinterrad berechnet. Und dazu müssen wir einmal rüber an den Computer. Um die perfekte Speichenlänge für euer Laufrad zu ermitteln, öffnet ihr die Internetseite des Speichenherstellers Sapim. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr mit einem Speichenrechner eure perfekte Speichenlänge errechnen. Anschließend wählt ihr hier aus, welches Laufrad wir bauen wollen. In dem Fall ist das ein Hinterrad mit Scheibenbremse. Jetzt müssen wir hier einige Daten eintragen. Daten wie Einbaubreite der Narbe findet ihr in der Regel auf der Internetseite des Herstellers. Die Schirmseite messt ihr mit einem Messschieber idealerweise dahin, wo der Rahmen am Ende aufliegt in der Narbe. Genau das gleiche macht ihr auch mit der Zahnkranzseite, weil das sind beides Daten, die ihr in der Regel nicht beim Hersteller findet. Den Lochkreisdurchmesser der Schirmseite und des Zahnkranzes messt ihr mit einem Messschieber. Hierbei messt ihr immer von Mitte Bohrung bis Mitte Bohrung. Innendurchmesser eurer Felge findet ihr in der Regel auf der Internetseite des Herstellers. Genauso findet ihr Daten zur Felgenbodenhöhe auf der Internetseite des Herstellers eurer Felge. Bei Speichenanzahl tragt ihr idealerweise 32 ein, wenn ihr ein Laufrad mit 32 Speichen baut. Die Anleitung, die ich euch heute zeige, funktioniert genauso, aber auch bei einem Laufrad mit 36 Speichen oder 28 Speichen. Bei Anzahl der Speichenkreuzungen der Schirmseite tragen wir 3 ein, genauso wie bei Anzahl der Speichenkreuzungen der Zahnkranzseite. Wenn ihr die perfekte Speichenlänge für euer Laufrad ermittelt habt, fangen wir direkt an mit dem Bauen des Laufrads. Let's go! Anschließend markiert ihr euer Ventilloch an eurer Felge, weil wir das als Referenzpunkt nehmen. Okay, ihr seid soweit, ihr habt die perfekte Speichenlänge für euer Laufrad ermittelt. Und jetzt geht es darum, das Laufrad zu bauen. Und von da aus geht es dann auch direkt los, indem wir die erste Speiche in die Narbe einfädeln. Ihr nehmt euch zuerst eine Speiche von eurer Antriebsseite und fädelt die von innen nach außen durch die Narbe des antriebsseitigen Narbenflanschs einfach durch. So dass eure Speiche mit dem Kopf in Narbenmitte zeigt. Anschließend geht ihr mit der Speiche, die ersten, die ihr in die Narbe eingefädelt habt, durch das zweite Loch am Ventil rechts. Als nächstes nehmt ihr euch eine weitere antriebsseitige Speiche und schiebt diese durch das zweite Loch rechts von der Speiche, die ihr gerade einfach eingefädelt habt. Dabei ist zu beachten, dass die Speiche wieder mit dem Kopf in Richtung Mitte zeigt. Jetzt nehmt ihr euch einen weiteren Speichennippel, lasst 3 Löcher zwischen der Speiche, die ihr gerade eingefädelt habt, und der nächsten einfach frei. Bedeutet quasi, ihr lasst 1, 2, 3 Löcher frei und die Speiche wird ins nächste eingefädelt. Den Schritt wiederholt ihr jetzt so lange, bis ihr einfach 8 Speichen im Narbenflansch drin liegen habt und zwischen jeder Speiche in der Felge 3 Löcher freigelassen habt. Okay, wenn ihr den gerade gesagten Schritt bisher befolgt habt, dann sollte euer Laufrad jetzt so aussehen. Ihr schaut von vorne auf die Narbe drauf und die Narbe sollte so aussehen, dass die Speichenköpfe alle in Richtung Narbenmitte zeigen. Bedeutet quasi, die Speiche macht einen Bogen, sobald sie aus der Narbe herauskommt. So sollte sie aktuell aussehen. Anschließend habt ihr hier noch die erste Speiche, die ihr bisher gelegt habt. Das ist hier die, sieht man das, die erste Speiche hier rechts neben dem Ventilloch quasi. Ihr lasst also ein Loch nach dem Ventilloch hier frei und dann tut ihr hier quasi die zweite Speiche in das nächste Loch rein. Also Ventilloch, ein Loch freilassen und die Speiche hier in das Felgenbett reintun, genau. Und wenn ihr die ersten Schritte bisher befolgt habt, dann seid ihr auf einem guten Weg zu einem guten Laufrad. Als nächstes nehmt ihr euch erstmal 8 Speichen von eurer Bremsseite. Ihr nehmt euch jetzt eine Speiche von einer, die ihr gerade hier gelegt habt, schaut euch die an, schaut von oben jetzt als zweiten Schritt auf die Narbe herunter, quasi jetzt von der Bremsseite aus. Und jetzt nehmt ihr euch eine Speiche von eurer Bremsseite aus und werft die durch das rechte Loch. Also wir haben hier einmal die Speiche, die wir vorhin gelegt haben, rechts ein Loch und links ein Loch im Narbenflansch gegenüber. Dann nehmt ihr euch das rechte Loch von dem Narbenflansch und wirft die Speiche von oben einfach herunter. Nachdem ihr eure Speiche in die Narbe reingeworfen habt, sollten sie es, wenn ihr von oben drauf gucken, beide Speichen nicht berühren. Also quasi, das hier ist jetzt die antriebsseitige Speiche und das hier ist die bremsseitige Speiche. Die bremsseitige Speiche wird jetzt rechts direkt neben der antriebsseitigen Speiche befestigt. Wenn ihr jetzt hier eure erste bremsseitige Speiche reingeworfen habt in die Narbe, so dass die Speiche von oben mit dem Speichenkopf hinaus guckt, dass der Speichenbogen nach innen geht zur Narbe hin, werft ihr die zweite Speiche rechts ein Loch daneben, also ihr lasst ein Loch frei, nehmt die Speiche und werft ihn das zweite Loch daneben. Dann werft ihr die rein und befestigt die wieder mit 3 Löchern Abstand oben, 1,
2, 3, da ist schon der Speiche drin, dann kommt es in das vierte rein, also wieder rechts neben diese Speiche. Das wiederholt ihr mit den anderen 6 Speichen, die ihr jetzt noch über habt, dass hier quasi eine reinkommt, ein Loch frei hier in der Narbe, hier wieder eine oben rein, ein Loch frei. Das wiederholt ihr, bis ihr alle Speichen aufgebraucht habt, alle 8. Nachdem ihr die erste Speiche gelegt habt und die restlichen 7 hinterher, sollten sich die Speichen, wenn ihr von oben jetzt drauf guckt, nicht kreuzen. Also wenn die Speichen gerade weg von der Narbe gehen, kreuzen sich die Speichen nicht. Also ihr habt hier die antriebsseitige Speiche und hier rechts direkt daneben die bremsseitige Speiche, wenn ihr von oben drauf guckt. Jetzt sind für euch eure letzten 8 Speichen, die ihr noch von der Antriebsseite über habt. Nehmt eine von denen erstmal und werft die jetzt von oben rein in den ersten Narbenflansch für die Antriebsseite. Das macht ihr auch mit den restlichen 8, so dass alle Löcher im Narbenflansch für die Antriebsseite belegt sind. Die Speichen, die ihr gerade hier in den Narbenflansch geworfen habt auf der Antriebsseite, die sollten jetzt so aussehen, dass die Speichenköpfe alle nach außen hinweg gehen von der Narbe hinweg. So dass ihr den geknickten Teil von der Speiche in Richtung Narbe hin habt. Jetzt nehmt ihr euch das Laufrad, haltet die Felge oben fest und dreht eure Narbe im Uhrzeigersinn nach rechts. So dass die Speichen, die ihr vorhin alle befestigt habt, eine schöne leichte Spannung drin haben. Nachdem ihr eure Narbe nach rechts gedreht habt, nehmt ihr euch irgendeine Speiche von denen, die ihr gerade eingefädelt habt. Anschließend sollte die Speiche, die ihr vorhin eingefädelt habt, die ihr euch genommen habt, rechts weggehen von der Narbe. Auf dem Weg sollte die Speiche, die ihr gerade genommen habt, einmal unter einer Speiche hergehen, unter einer Speiche und hier wie zu sehen über einer Speiche. Anschließend nehmt ihr das oben zu sehen rechte Loch von den beiden freien Löchern, in die die Speiche rein könnte. Den Schritt mit der Speiche, die sich einmal hier kreuzt unten drunter zweimal quasi, einmal oben drüber und hier oben in das rechte von den beiden Löchern geht. Das wiederholen wir jetzt quasi mit allen Speichen, die wir hier noch drin liegen haben, von denen, die vorhin eingeworfen haben. Nachdem ihr die gerade gesagten Schritte befolgt habt, sollte euer Laufrad jetzt schon ein bisschen mehr nach einem Laufrad aussehen. Das bedeutet quasi, dass ihr auf der bremsanliegenden Seite hier immer noch 8 Speichen habt, die aus dem Narbenflansch herauskommen und in die Felge gehen und hier schon 16 Stück an der Antriebsseite. Die Speichen, die wir gerade hier in die Narbe geworfen haben und jetzt oben in der Felge befestigt haben, sollten jetzt unter einer Speiche drunter hergehen, unter einer Speiche drunter her und hier vorne wieder über einer Speiche und dann hier oben in das rechte der beiden Löcher, die oben noch frei sind. Wichtig zu sagen ist auch, dass die allerersten Speichen, die wir gelegt haben, nach links weggehen und die zweiten Speichen, die wir jetzt hier in die Narbe der Antriebsseite gelegt haben, sollten nach rechts weggehen. Und erstmal unter 2 her und über einer her. Nachdem euer Laufrad jetzt so aussieht, nehmt ihr euch die letzten Speichen von der Bremsseite und werft diese von der Antriebsseite aus hinein in die Bremsseite. Nachdem ihr die letzten Speichen in die Narbe von der Antriebsseite aus hineingeworfen habt, sollten die Speichenköpfe in Richtung Narbenmitte zeigen. Jetzt nehmt euch eine von den Speichen, die wir gerade von der Antriebsseite aus hineingeworfen haben und eine von denen, die geht jetzt nach links weg, so dass die Speiche drüber zwei, also unter sich zwei Speichen drüber kreuzt. Also die Speiche geht einmal über diese Speiche und einmal unter der hier drunter her. Demnach machen wir die quasi einmal hier drunter, ziehen die hier raus und dann kommt die in dieses Loch hier von der Felge hinein. Das wiederholt ihr jetzt mit den restlichen Speichen, die wir hier noch haben. Also wieder einmal über diese Speiche hier drüber, über diese Speiche drüber und einmal unter der hier drunter. Also so, so und dann wieder in dieses Loch hier für die Speiche hinein, genau. Wenn ihr jetzt alle Schritte befolgt habt, sollte euer Laufrad so aussehen, dass ihr hier direkt am Ventilloch so eine Gerade habt, wo ihr eure Pumpe ansetzen könnt. Außerdem sollten die Speichen auf der Antriebsseite nach hinten links weggehen, auf der Außenseite, nach vorne rechts weggehen, auf der Innenseite. Auf der Bremsseite sollten die außenliegenden Speichen nach hinten links weggehen und die innenliegenden Speichen nach hinten rechts. Außerdem sollten die Speichen sich dreimal kreuzen, einmal drüber und einmal drunter oder einmal drunter und einmal drüber. Das ist euer fertiges Laufrad. Falls euer Laufrad nicht so aussieht wie im Video jetzt hier gezeigt, spult einfach einmal zurück und guckt, ob ihr irgendwie vielleicht einen Fehler gemacht habt oder so. Wenn nicht, schreibt gerne eure Probleme oder auch Fragen in die Kommentare. Ich werde versuchen, auf alles einzugehen. Wenn ihr noch ein Video haben wollt, wie wir das Laufrad gemeinsam zentrieren, schreibt es gerne in die Kommentare, dann wird das in Kürze kommen.
Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim selber nachmachen. Rechts könnt ihr hier abonnieren, links geht zum Video mit dem Einspeichen. Vom Vorderrad, right on.